Es gab viele Wärmepumpen, die schon seit 20 Jahren einwandfrei laufen. Abenteuerliche Bohrungen in engen Innenhöfen, die als Modernisierungsmaßnahme durchgeführt wurden. Tausche von Kohleheizöfen gegen Wärmepumpe. Das hat zum Beispiel ein Bergmann uns erzählt, der den zweiten Preis gemacht hat, der, obwohl er damals als Bergmann die Kohle ja kostenlos geliefert bekommen hat für seine Heizung, jetzt mit seiner Wärmepumpe günstiger fährt. Also sehr, sehr spannend. Und wir zeigen diese Gewinnerobjekte seit Anfang vergangener Woche über unsere Social-Media-Kanäle und in unserem Blog. Können Sie sich in Ruhe alle anschauen. Wir zeigen außerdem viele andere Vorzeigeobjekte aus einer Million Wärmepumpen, repräsentativ sozusagen für alle, die es schon gibt und natürlich zukunftsweisend für das, was möglich ist und möglich sein muss in Zukunft. Ja, wir hätten natürlich die Preise gerne live übergeben. Stattdessen haben wir unseren Gewinnern, wir haben also aus den Einsendungen 10 ausgewählt, die Auswahl fiel nicht leicht. Wir haben für die ersten 3 uns entschlossen, für ein Jahr den Strompreis zu bezahlen, den Wärmepumpenstrom. Und die involvierten Handwerksbetriebe bekommen einen Marketingzuschuss. Wir haben uns natürlich auch gewünscht, und das hat auch geklappt, dass wir unsere Community durch diese Aktion mit dem Wettbewerb ein wenig erweitern können und vielleicht auch weitere Handwerker dazu motivieren können, uns zu unterstützen. Und deswegen haben die involvierten Handwerksbetriebe, die noch nicht Mitglied im BWP sind, jetzt eine kostenlose Probemitgliedschaft für ein Jahr bekommen. Genau, die Gewinner stellen wir Ihnen jetzt in einem kurzen Film noch einmal vor. Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns dann über die Fortsetzung unserer Veranstaltung nach der Mittagspause. Aber ich glaube, vorher nach dem Film kommt Toni auch noch mal kurz. Vielen Dank.